Servus Freunde und willkommen zurück bei der Spanien-WG. Ich bin gerade bei Hukain zu Besuch und da lag hier schon dieser Kopf, der auch bei mir daheim tatsächlich schon angekommen ist. Da wusste ich gar nichts von dem Paket, kam ein Paket an, ich packe diesen Kopf aus und sage, hä, das ist doch kein Litlip, das ist auch kein Lashlip, das ist was anderes. Dann habe ich die Hukain-Boys gefragt, was das für ein Kopf ist und dann kam raus, das ist ein neuer und zwar der Lovelip oder Lovelip. Lovelip. Und der Lovelip ist von der Masse unten her ein bisschen massiver geworden. Ich zeige euch auch immer mal wieder noch B-Roll. Ist unten ein bisschen massiver geworden, oben dafür aber ein bisschen filigraner geworden. Das Depot ist deutlich abgerundeter, die Kante ist schmaler, was dafür sorgt, dass eigentlich, zumindest mit einem Alufolien-Setup, ein bisschen weniger Tabak reingehen würde. Aber wenn ihr den so raucht wie ich, wie mit Kalaut, haben wir jetzt irgend so einen Einser, hochoriginalen Einser-Kalaut hier gefunden im Haus von dem Kumpel von Johannes. Auf jeden Fall der Kopf, wenn ihr den mit Kalaut raucht und so wie ich auf Noppen oder Vollkontakt raucht, dann ist auf jeden Fall wieder genug Tabak drin, sodass man einen Satz Kohle alleine sehr nice verrauchen kann. Beim Litlip wäre dann ein bisschen mehr Tabak drin, aber den Litlip, wenn man ihn mit einer Alufolie oder mit irgendwas anderem außer Kalaut baut, dann wäre der ein bisschen sparsamer. Beziehungsweise in einem Overpack-Setup verbraucht er dann ein kleines bisschen mehr. Das heißt, der Lovelip ist für mich der perfekte Kopf, wenn ihr mit HMD rauchen wollt, aber auf Kontakt rauchen wollt. Dann ist die Tabakmenge, würde ich sagen, so Pi mal Daumen 20 Gramm, was für anderthalb Stunden, also ungefähr einen Satz Kohle, unglaublich gut ist. Von der Performance her hat er sehr gut funktioniert. Ich hatte erst ein bisschen Angst, weil der Litlip oben massiver ist und der Lovelip ein bisschen filigraner. Dafür hat er unten mehr Masse. Die Frage ist, wie viel von der Masse unten taugt wirklich noch, um die thermischen Eigenschaften von dem Kopf zu optimieren. Aber funktioniert tatsächlich gut. Ich habe den hier sehr gerne geraucht, gerade für HMD mein Lieblingsding. Wenn ich mit HMD geraucht habe, hier habe ich sehr gerne den Lovelip genommen. Für Apple on top würde ich sagen, ist der Litlip geiler. Aber für HMD könnte das mein neuer Lieblings-Hukain-Kopf sein. Preislich liegt er bei 24,90 Euro, so wie der Lashlip auch. Ist also 2 Euro teurer als der Litlip, finde ich okay. Wäre natürlich schön, wenn man den auch bei 23 Euro hätte. Aber hukain.de, denkt dran, Code SWG10. Wenn ihr euch da Köpfe kauft, geht auch nur auf Köpfe der Code, dann könnt ihr nochmal 10% sparen und dann sind das immerhin nochmal die 2,50 Euro und dann sind wir wieder ungefähr bei dem Preis, was ein Litlip normal kosten würde. Aber für mich ein gelungener Kopf. Ich glaube, für mich könnte es sogar mein neuer, meistgenutzter Hukain-Kopf werden. Auf jeden Fall sehr nices Ding. Setup ist übrigens gerade die Alpha Hooker X in dem Joker-Design. So eine Art Pink-Lila. Ich weiß nicht, sagen wir mal, ich glaube lila. Aber mit so einem schönen Perleffekt. Auch der passende Teller dabei. Ich zeige euch nochmal die Rauchentwicklung. Aber das kann man jetzt relativ schwer vergleichen, weil normal seht ihr das ja immer im Studio mit Licht. Und jetzt sitzen wir einfach beim Randy in der Wohnung, in seinem Hinterhof am Pool. Sehr geile Location für ein Video. Aber natürlich nicht optimale Lichtbedingungen, sodass ihr das jetzt 1:1 mit den anderen Rauchentwicklungen, die ihr sonst bei mir seht, vergleichen könnt. Aber ich ziehe einfach nochmal und dann seht ihr auch nochmal die Pfeife in Action und den Kopf in Action. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit dem Rauch auf der Kamera rüberkommt. Im Studio mit dem dicken Licht vor mir wird das wahrscheinlich immer noch mal ein bisschen beeindruckender sein. Läuft aber auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte nie den Fall, dass der Tabak sozusagen verbraucht war, bevor meine Kohle fertig war. Aber Kohle nachlegen lohnt sich bei dem Tabakvolumen von ungefähr 20 Gramm auch nicht wirklich. So, das war das Review zum Lovelip. Jetzt schon bei der Shisha-WG auf YouTube. Der Lovelip, der darf noch gar nicht ins Internet, Digga. Der ist komplett noch top secret. Das können wir nicht so stehen lassen, Schnee. Das können wir auch nicht so stehen lassen. Nee, das muss geschafft werden.